Werden wir jetzt alle enteignet? Ja, in Zeiten der Krise gibt es viele nervenauftreibende Dinge, die besprochen werden. Und ein aktuelles Thema, welches auch vom Bundestag in Deutschland besprochen wird, ist das Thema oder die Einführung einer einmaligen Vermögensabgabe, um die Krise zu finanzieren. Und dieses Thema ist wirklich ja schon hochbrisant. Schon seit längerem rede ich in meinen Videos, in meinen Webinaren darüber, dass man damit rechnen sollte, dass in Zukunft Zwangsenteignungen kommen werden. Es gibt ja auch verschiedene Experten da draußen, die das auch schon sehr lange prognostizieren und sagen, das kann passieren. Zum Beispiel auch, dass die Bankinstitute in Deutschland ja nicht wirklich sicher sind. Und dass ja die Bilanzen teilweise erschreckend aussehen, wenn man mal genau hinschaut. Hier kann man die Deutsche Bank zum Beispiel nennen. Ja, und die Corona-Krise, nachdem es ja den Lockdown gab und die ganzen Wirtschaften weltweit eigentlich runtergefahren wurden, haben natürlich nicht nur die Wirtschaften, die Menschen darunter zu leiden, sondern halt auch der Staat. Und der Staat sieht, dass jetzt natürlich extrem viele Menschen der Armut entgegenstehen und das muss irgendwie finanziert werden. Und jetzt hat halt der Bundestag vor einigen Tagen ein neues Papier rausgebracht. Dieses Papier heißt Verfassungsmäßigkeit einer Vermögensabgabe zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Und genau in diesem Papier wird halt besprochen, ist es verfassungsmäßig zulässig, eine einmalige Vermögensabgabe einzuführen oder eine Zwangsenteignung. Ja, einmalige Vermögensabgabe hört sich so schön an, das hört sich so ja, aus der rosaroten Brille herausgesprochen, aber wir können es schon beim Namen nennen. Es ist eine Zwangsabgabe, es ist eine Enteignung, die da geplant wird. Und es gibt dann auch noch andere Dinge, die geplant werden, wie zum Beispiel, es soll jetzt der Corona-Solidaritätszuschlag eingeführt werden. Ja, also da gibt es die wildesten neuen Erfindungen und man versucht halt irgendwie noch an neue Steuergelder zu kommen, um halt diese wirtschaftlichen Folgen dieser Krise irgendwie stemmen zu können. Ja, schauen wir uns einmal kurz das Papier ein bisschen genauer an, was eigentlich darin genau besprochen wurde und warum das es halt so brisant macht. Also wie gesagt, es wird halt geschaut, ob das verfassungsmäßig ist, hier eine einmalige Vermögensabgabe einzuführen in Deutschland. Und ja, hier haben sich eigentlich die Autoren darauf, haben eigentlich drei Punkte runtergeschrieben, die wichtig sind, die erfüllt sein müssen. Ja, also im Grundgesetz steht das im Artikel, dass man hier eine einmalige Vermögensabgabe auch einführen kann und der Staat das machen kann. Und wichtig ist hierbei, dass es halt einmalig sein muss. Also es sollte eine einmalige Vermögensabgabe sein, die sollte halt nicht kontinuierlich da sein und permanent von uns genommen werden, sondern wirklich einmalig. Man kann es auch, das haben sie auch in ihrem Papier geschrieben, natürlich über einen längeren Zeitraum hinweg letztendlich verteilen, aber es sollte halt einmalig sein. Das ist halt der wichtige Punkt. Und wenn man sich jetzt die Corona-Krise anschaut und darüber nachdenkt, könnte es zu einer einmaligen Vermögensabgabe kommen, ja, dann ist natürlich dieser Punkt erfüllt. Ja. Es ist kein Problem, das nur einmalig einzuführen und dementsprechend wäre dieser Punkt schon mal abgehakt. Also da hätten wir dann schon den ersten Punkt erfüllt von den dreien. Dann der zweite Punkt ist die staatliche Ausnahmslage. Die muss halt erfüllt sein, dass letztendlich hier eine Verfassungsmäßigkeit gegeben ist, um eine einmalige Vermögensabgabe einzuführen. Und hier ist natürlich das schwierig zu definieren, wann ist denn eigentlich eine staatliche Ausnahmslage? Wann ist wann sind die wirtschaftlichen Folgen so schlimm, dass es halt wirklich eine Ausnahmslage ist und dass es das rechtfertigt, hier eine einmalige Vermögensabgabe auch einzuführen. Da müssen wir schauen in Zukunft, wie es weitergeht, wie die Politik dort auch argumentiert und agiert. Aber es kann natürlich schon sein, dass auf lange Sicht dadurch halt Bankinstitutionen pleite gehen, mehr der Mittelstand darunter extrem zu leiden hat, extrem viele mittelständische Firmen pleite gehen, bankrott anmelden müssen und so weiter und so fort. Leute, die vorher beschäftigt waren, jetzt arbeitslos sind. Und das ist natürlich dann, kann letztendlich dazu führen, dass es eine staatliche Ausnahmslage wird, auch weil ja mittlerweile Quantitative Easing Infinity angekündigt wurde, ja, also dass man so viel Geld drucken kann, wie man will, zum Beispiel in den USA, mit Zentralbanken. Auch in der EU hat die Europäische Zentralbank ja hier extrem viel Geld zur Verfügung gestellt. Und hier ist die Sache, dann kommt natürlich auch eine Inflation dadurch zustande. Und das kann natürlich auch nochmal dafür sorgen, dass es sich zuspitzt, diese ganze Situation. Ja. Und dadurch halt letztendlich eine staatliche Ausnahmslage entsteht. Dieser zweite Punkt ist eher, es ist nicht in Stein gemeißelt, es ist schwierig, das zu argumentieren. Und da müssen wir einfach schauen, wie sich das entwickelt in der Vergangenheit. Aber ja, es ist durchaus möglich hier, dass eine staatliche Ausnahmesituation dadurch entsteht, logischerweise. Ja, und dann drittens, es muss eine Zweckbindung gegeben sein.
Hier ist es natürlich dann auch schwierig, wie kann man diese Gesamtauswirkungen zweckgebunden dann auch letztendlich Gelder, die man neu einnimmt, Steuern, die man neu einnimmt oder Vermögensabgaben, die man einführt, dann zweckgebunden dafür verwenden, weil das halt letztendlich auf sich die Gesamtwirtschaft halt auswirkt. Da muss man schauen, ist auch ein bisschen schwammig, aber ich denke, die Juristen werden da auch garantiert eine Möglichkeit finden, um das schön zu verpacken und dass es möglich ist. Also die letzten zwei Punkte sind ein bisschen schwieriger, aber letztendlich ist es durchaus möglich. Und man sieht hier, dadurch, dass hier schon im Bundestag, du findest das auf der Webseite vom Bundestag, ich verlinke das auch unter dem Video, dieses Dokument, dieses PDF-Dokument von denen, wird das schon besprochen. Deswegen, also es ist auf jeden Fall in deren Munde und sie überlegen. Ja, und das ist eine Sache, wo bei uns schon die Alarmglocken aufleuchten sollten und dass wir etwas tun sollten. Ja. Ja, welche Szenarien sind jetzt eigentlich denkbar? Was könnte passieren? Es gibt natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Na klar, man kann natürlich sagen, okay, jeder muss sein Vermögen zusammenzählen und darlegen und dann gibt es eine einmalige prozentuale Abgabe. Das könnte passieren. Ist vielleicht bürokratisch sehr aufwendig und schwierig durchzusetzen, gerade wenn halt Leute sich bereits internationalisiert haben, Auslandskonten haben oder sowas. Dann wird das relativ schwierig, das durchzusetzen. Was aber, man muss natürlich immer überlegen, wie einfach kann der Staat etwas durchsetzen, ja, und wie ja, einfach können wir da argumentieren und letztendlich, wie wird das aufgenommen von den Menschen und wird das akzeptiert. Und das Thema Hypotheken, Zwangshypotheken, also das heißt, dass der Staat sich einfach ins Grundbuch mit einschreibt und dort eine Zwangshypothek einträgt, das ist schon eine Sache, die auf jeden Fall denkbar wäre. Gerade in Deutschland hat man ja generell diese, ja, diese Debatte, dass halt andauernd da die bösen Vermieter sind und die Immobilienmillionäre oder was weiß ich, die ohne Ende Mietraum klauen von der Allgemeinheit und die müssen bestraft werden. Also letztendlich wäre da auch schon wieder so ein, ja, Möglichkeiten da, das relativ einfach zu kommunizieren letztendlich mit der Politik. Also eine Zwangshypothek wäre möglich, ist auch eine Sache, die sehr wahrscheinlich von vielen Leuten einfach akzeptiert werden wird. Und auch hingenommen werden muss, weil letztendlich Immobilie, hört man ja schon im Namen, es ist immobil. Das heißt, man kann nicht weggehen, ja? Man kann es nicht einfach mal so schnell verschwinden lassen. Und da ist es auch relativ einfach für den Staat, das durchzusetzen. Und wenn die Abgabe, diese Zwangsabgabe, diese Zwangsenteignung nicht zu hoch ist, wird es auch sehr wahrscheinlich auf Zustimmung treffen, wenn man es halt richtig argumentiert. Ja? Natürlich können halt auch einfach neue Steuern oder Abgaben eingeführt werden, einfach bestehende Steuersätze angehoben werden. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder dass man halt so etwas dann einführt wie den Corona-Solidaritätszuschlag. Ja, eigentlich unglaublich, wenn man darüber nachdenkt. Aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die sie haben. Ja, und dann eine andere Möglichkeit, die ein bisschen weiter hergeholt ist, aber die natürlich auch passieren könnte, wäre eine Besteuerung nach Staatsbürgerschaft. In Kanada wurde das letztens besprochen, dass das eingeführt werden soll. In Frankreich wurde das vor ein paar Monaten auch besprochen. Ich hatte dazu auch ein extra Video nochmal gemacht in meinem YouTube-Channel. Wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Besteuerung nach Staatsbürgerschaft eingeführt wird? Ich habe da gesagt, dass es relativ unwahrscheinlich ist, meiner Meinung nach, dass es eingeführt wird. Aber es kann natürlich schon durchaus passieren, auch in den nächsten Jahren. Also ich glaube nicht, dass das von heute auf morgen passiert, weil da halt sehr viel Aufwand mit verbunden ist, ja, mit dem ganzen Informationsaustausch und verschiedenen anderen Sachen. Man muss natürlich auch eine Argumentationsgrundlage haben. Und ja, also Frankreich ist letztendlich da auch zum Schluss gekommen, dass sie es nicht einführen können oder auch nicht einführen werden, weil es halt einfach zu kompliziert ist. Ja, sie sind halt einfach nicht die Weltmacht wie die USA zum Beispiel, die das ja schon haben und weltweit jeder Wirtschaft eigentlich vorschreiben können, dass sie mitspielen sollen. Und wenn jetzt, sag ich mal, Deutschland oder Frankreich irgendwie sagt, ja, zum Entwicklungsland, wir haben dort aber einen Staatsangehörigen und der müsste eigentlich Steuern zahlen, helfen uns jetzt mal mit oder machen wir das und jenes, kann halt auch sein, dass da nicht jeder mitspielt oder letztendlich auch sich gewisse Staaten halt einfach auf den Schlips getreten fühlen. Also da bin ich noch relativ positiv, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die kommen kann. Ja. Und Besteuerung nach Staatsbürgerschaft sollte man auf dem Schirm haben. Deswegen, wir arbeiten da mit Experten zusammen, mit denen wir auch zweite Staatsbürgerschaften, ja, Citizenship bei Investment machen können, wo man sich eine neue Staatsbürgerschaft kauft. Du kannst jetzt auch einen Wohnsitz schon im Ausland nehmen und darauf hoffen, dass du in Zukunft dich einbürgern lassen kannst und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich verschiedene Sachen. Diese Besteuerung nach Staatsbürgerschaft ist natürlich auch aktuell ein bisschen schwierig durch das EU-Recht. Also es ist letztendlich nicht richtig EU-konform. Auch wenn Ungarn es ein bisschen geschafft hat, darum herumzukommen, die machen das ja auch so gesehen. Und ja, aber das ist ein Thema, da könnten wir jetzt hier ganze Bände mitfüllen. Und auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Vielleicht mache ich da mal ein extra Video zu.
Ja, andere Sachen, die es ja schon immer gab die ganze Zeit und die man auch immer betrachten muss in diesem Kontext zusammen, ja, das Thema Bargeldverbot wurde ja auch schon seit Jahren eigentlich vorangetrieben. In der EU, in vielen Staaten ist es, ja, darf man nur bestimmte Grenzen mit Bargeld bezahlen. Jetzt über Corona soll es halt angeblich darüber sich die Viren verbreiten können und deswegen muss Bargeld abgeschafft werden und man soll kontaktlos bezahlen. Und ja, also die verrücktesten Ideen und Geschichten, die uns erzählt werden letztendlich, um das Bargeld abzuschaffen. Und das ist so ein Prozess, der letztendlich schon lange stattfindet. Und jetzt ist natürlich mit so einem, ja, mit so einer staatlichen Ausnahmslage, die jetzt durch so eine Corona-Krise vielleicht entstehen könnte, auch dann ist es dann möglich für die letztendlich, wenn das Bargeld abgeschafft wird oder sehr begrenzt ist, dass halt dann auch dadurch die Leute nicht mehr in andere Werte schnell fliehen können. Ja. Immobilien kann man nicht schnell mit abhauen und wenn man alles elektronisch auf dem Konto hat, dann kann man von heute auf morgen nach dem Wochenende auch einfach diese Guthaben enteignen. Ja. Währenddessen Bargeld halt eben dir noch ein Stück Freiheit gibt. Ja. Deswegen bin ich auch ein Verfechter von Bargeld. Ja, dann haben wir auch die Beschränkungen auf den Kauf von Edelmetallen, auch ein wichtiges Thema, hatte ich auch sehr häufig schon angesprochen. Edelmetalle kaufen, eines der wichtigsten Sachen eigentlich, um Vermögensschutz betreiben zu können. Edelmetalle, Gold, physisches Gold ist schon bereits seit über 5000 Jahren echtes Geld und hat nie wirklich an Wert verloren. Es konnte immer eingetauscht werden in die aktuelle Währung, die halt vorhanden ist. Es war immer Geld seit über 5000 Jahren und es hat auch heute noch einen Gegenwert und es wird auch so meiner Meinung nach in Zukunft so bleiben. Und Robert Kiyosaki hat zum Beispiel gesagt, das ist das Geld der Götter. Warum sagt er das? Weil halt letztendlich Gold war vor der Menschheit da. Und wenn die Menschheit von heute auf morgen nicht mehr da sein sollte, wegen warum auch immer, dann wird Gold sehr wahrscheinlich immer noch da sein. Also das heißt, man muss sich eigentlich nur auf Gott verlassen. Das fand ich auch ganz, ganz gut, was der Robert Kiyosaki da gesagt hat. Ja, dann Möglichkeiten, auch Kapitalverkehrskontrollen einzuführen, wenn die sich dafür entscheiden. Es wird natürlich dann immer schwieriger, auch Gelder außer Landes zu bringen, in andere Währungen zu gehen. Das ist eine Sache. Und die Inflation, die schleichende Enteignung, die einfach da ist, ja, wenn wir in Papiergeldwährungen bleiben, wird uns halt ständig etwas enteignet. Und hier siehst du halt eigentlich letztendlich, dass es, ja, die Bestrebungen sind da und es nimmt halt immer mehr Fahrt auf. Ja. Ja, was können wir jetzt machen? Wie kannst du dich schützen? Vermögensschutz, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Also für mich persönlich, einer der wichtigsten Punkte, die ich sehe, ist einfach, investiere in dich selbst, investiere in deine Familie, investiere in dein Unternehmen und investiere in deine Fähigkeiten. Das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Sachen, die du machen kannst. Bilde dich weiter und investiere in dich selbst. Das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall machen können und die Sinn ergibt, ja? Die uns auch keiner so schnell enteignen kann, wenn wir halt etwas im Kopf haben. Genau, dann gibt es natürlich Möglichkeiten wie ein Konto im Ausland. Ja, du kannst Konten in Deutschland haben, du kannst aber auch Konten innerhalb der EU haben. Da musst du halt aufpassen mit der EU-Pfändungsrichtlinie, dass halt relativ einfach auch Konten im EU-Ausland gepfändet werden können. Dänemark nimmt daran nicht teil und durch den Brexit Großbritannien ist es halt auch nicht möglich. Dann gibt es natürlich EU-Konten, Konten außerhalb der EU. Also da hatten wir zum Beispiel in der Vergangenheit, war es immer interessant, das in Georgien zu machen. Da gibt es momentan durch die Corona-Krise aber auch einige Probleme. Da müssen wir ein bisschen schauen, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Aber wir haben zum Beispiel auch in Mauritius die Möglichkeit, remote ein Konto mit dir zu eröffnen. In Singapur, wenn man viel Geld hat, kann man ein Konto eröffnen. In Hongkong. Also es gibt ja verschiedene Finanzzentren und Plätze, Jurisdiktionen, die sehr sicher sind. Liechtenstein, bei der Sigma Bank zum Beispiel, ist interessant. Ja, also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Letztendlich auch in der Schweiz vielleicht noch, wenn man sich den Stress antun will mit dem ganzen Papierkram dort und auch die Gelder aufbringen kann, dann ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, ja. Aber ein Konto im Ausland ist eine Möglichkeit, sich auch einigermaßen zu schützen, gerade gegen Kapitalverkehrskontrollen und dass man halt einfach relativ flexibel bleibt, ja. Und auch vielleicht gegebenenfalls in Auslandswährungen investieren zu können. Ja. Also das heißt, du kannst deinen Devisenkorb breiter streuen, hast nicht nur den Euro, vielleicht US-Dollar, vielleicht Singapur-Dollar, Schweizer Franken, norwegische Krone und so weiter und so fort. Da gibt es ja dann auch verschiedenste Möglichkeiten. Ja, dann kannst du generell Liquidität natürlich auch versuchen, weltweit zu verteilen und auch vielleicht in Unternehmensbeteiligung zu investieren. Ist auch eine Möglichkeit, dass man sich Aktien kauft oder sowas. Da muss man halt wirklich aufpassen. Aktuell hat man gesehen, wie die Märkte runtergegangen sind. Also da wirklich nur das machen, wenn man wirklich weiß, was man tut. Man kann natürlich aber auch Gelder beim Broker zum Beispiel letztendlich halten oder ja, bei anderen Institutionen, wo man letztendlich einfach nur Gelder einzahlt und die dort einfach nur belässt und kauft dann letztendlich nichts damit. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. Dann ein spannendes Thema, worüber ich auch immer wieder gesprochen habe, ist das Thema Kryptowährungen, also Bitcoin und Co.
ist eine Sache, was komplett außerhalb des Systems liegt, des aktuellen Finanzsystems. Und dadurch hast du halt die Möglichkeit, wenn du es richtig aufstellst, die eigene Kontrolle darüber zu behalten. Du bist deine Zentralbank. Und das ist natürlich eine neue Technologie. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Das ist halt das Risiko, was wir dort haben, was wir beachten müssen. Aber Kryptowährung ist eine Möglichkeit, um letztendlich, dass du dich halt auch ein bisschen ja, mit einem anderen Asset aufstellen kannst und dich diversifizieren kannst und ein bisschen absichern kannst, dass eben nicht jeder das einfach von heute auf morgen auf Knopfdruck enteignen kann. Ja, und dann der letzte Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt, wo ich als selbst auch jetzt im Januar in Singapur war bei unseren Partnern, echte Edelmetalle, physische Edelmetalle. Das ist letztendlich, was halt seit jeher wirklich Geld war und welches auch meiner Meinung nach physisches Gold an Wert behalten wird und dir wirklich einen richtigen Vermögensschutz bietet. Wie gesagt, in Deutschland aktuell wurde die Grenze runtergefahren, wenn du mit Bargeld Edelmetalle kaufen möchtest, anonym, nur noch bis 2000 Euro möglich aktuell, leider. Aber es ist eine Möglichkeit, um natürlich von Edelmetallhändler zu reisen und sich dann noch seine 10.000, 20.000 Euro umzutauschen. Klar, ist ein bisschen umständlich, aber letztendlich bleibt es anonym und man kann das auch dann letztendlich zu Hause irgendwo versuchen zu vergraben, zu verstecken. Das ist natürlich eine sehr wichtige Möglichkeit. Wenn man sich Edelmetalle kauft, physische Edelmetalle, sollte man auf jeden Fall einen Teil zu Hause haben. Aber wenn es jetzt um höhere Summen geht, ich sag mal so über 20.000, fühlen sich selber wahrscheinlich viele schon ein bisschen mulmig, fühlen sich nicht so wohl dabei, wenn sie über 20.000 Euro in Edelmetallen irgendwo zu Hause lagern müssen. Im Bankschließfach würde ich es niemals packen, weil, wie gesagt, wenn die Banken pleite sind, wenn es ein Bankrun kommt oder was weiß ich, dann werden die Banken schließen, du wirst nicht mehr dort reinkommen, du wirst nicht mehr an dein Schließfach kommen können. Dementsprechend werden sie dir dann auch sehr wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit das Edelmetall dann enteignen. Es wird weg sein. Also deswegen, in Bankschließfach würde ich es niemals stecken. Man kann es ja, wie gesagt, irgendwie andere Sachen sich überlegen, irgendwo vergraben oder verstecken, keine Ahnung. Aber bei Institutionen, staatlichen Institutionen und Bankinstituten würde ich es eben nicht einlagern lassen. Und dann, wenn es wirklich um höhere Summen geht, dann ist wirklich dieses Thema Offshore-Gold interessant. Ja? Das heißt, wo, in welchen Jurisdiktionen kannst du deine Edelmetalle einlagern lassen? Und da sind eigentlich drei Jurisdiktionen sehr, sehr interessant. Das ist einmal Liechtenstein, Schweiz und Singapur. Im Januar war ich in Singapur mit meinem Geschäftspartner dort. Der hat ein riesengroßes Edelmetall. Lager und Tresor, wo man Edelmetalle einlagern kann. Es gibt zwei interessante Edelmetallhändler in Singapur und ich habe dazu auch einen Report geschrieben, Offshore Gold, wie kannst du dadurch eigentlich gegen Enteignung schützen, welche Standorte sind jetzt da interessant, gerade auf Singapur bezogen, welcher Anbieter, mit welchem Anbieter kannst du schon mal anfangen, wenn du damit starten möchtest. Und ja, dann haben wir auch noch ein extra Video gemacht mit unserem Partner vor Ort in Singapur. Das haben wir auch im Global Citizen Explorer veröffentlicht, wo wir wirklich in den Tresor reingegangen sind, das uns alles angeschaut haben. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr spannende Sache. Und da ist halt einfach, wo ich sage, wenn du physische Edelmetalle hast, hast du wirklich echtes Geld, meiner Meinung nach. Und es ist eine Möglichkeit, sich vor Enteignung zu schützen. Wie gesagt, nicht alles, wenn man diese Offshore-Lagerung macht in anderen Ländern, dann eben nicht möglichst alles auf eine Karte setzen und alles auf einen Anbieter in einem Land, sondern wie gesagt, es gibt drei interessante Länder, die auf jeden Fall mal dafür geeignet sind. Man kann auch noch Hongkong dafür nutzen, rein theoretisch. Dann hätte man schon vier Länder und dann kann man es auf verschiedene Anbieter rein theoretisch aufteilen. Du musst halt wissen, wann bist du wirklich Eigentümer, welche Anbieter sind seriös. Das sind halt Sachen, die sind dann aus Eigenrecherche heraus, musst du die aneignen. Aber ich kann dir empfehlen, auf jeden Fall unter dem Video in der Linkbeschreibung, in der Videobeschreibung, Entschuldigung, findest du einen Link zu meinem Report oder zu meinem Guide Offshore Gold, wie du dich gegen Enteignungen schützt mit Offshore Gold. Und download dir den einfach, schau dir es an, da gehe ich da genau drauf ein, hauptsächlich auf Singapur und welcher Anbieter da interessant ist. Ja, und in diesem Sinne, lass mir gerne hier einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat und abonniere meinen YouTube-Channel. Vergesst dann auch bitte nicht, die Glocke zu aktivieren, dass du in Zukunft immer Neuigkeiten bekommst, wenn ich ein neues Video veröffentliche. Und lass mir auch gerne einen Kommentar da, wie gerade für dich diese Gefühlslage ist. Was denkst du, was wird der Staat machen? Kommt es zu einer Enteignung oder denkst du, das ist eher ein Hirngespinst und die reden zwar darüber, aber wollen eher mehr Angst machen? Also lass mir da sehr gerne einen Kommentar da. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, pass auf dich auf. Bis zum nächsten Video. Ciao.